Das ist interessant, klingt ja aber nicht gerade nach einem Winterfeste-Problem, oder? Nee, das ist in der Nähe von Rifton. Meistens. Das bin ich gar nicht gewohnt. Meistens scharen sich die Leute darum, uns mit Aufträgen zu bewerfen. Und klar, gerade wurden wir wieder mit einem Auftrag Ich habe beworfen. Aber gehört, dass vielleicht, ich hätte Kurier gern sich was wieder sich über so in unsere 5 Gäste Minuten beschwert hat. erledigen lässt Na und und? gleichzeitig Er für sucht unsere Taverne und Beziehungen er nimmt keinen verbessert. Schaden. Er denkt wohl, dass ihre Anwesenheit Na ihn gut, wenn es so schadet. einfach wäre, die Beziehungen zu Nun, dann kann er ja verbessern, zu dann Hause wäre es essen und wahrscheinlich trinken, nichts oder? wert. Hallo? Ein weiterer Argonier, soweit. Oben im Norden, du siehst mir auch nach einem Magier Werft einen aus. Blick darauf. Ah, du verkaufst für ein ganzes Vermögen. Davon könnte ich mir ein teures Haus kaufen, aber es sind wertvolle Sterbe und einige magische und ein paar andere Beschwörungszauber. Okay, Also gut. viele Beschwörer hier in Winterfeste. Birna, hier im Gemischtwarenladen verkauft deine Angel. Mein Angel ist ein interessanter Zeitvertreib, wenn wir mal kurze Sachen zwischendrum haben. Ich meine, es schadet wahrscheinlich nicht, eine zu besitzen und dabei zu haben für den Fall der Fälle. Nehmen wir sie mal mit. Leute. Ich glaube, ich hab's begriffen und geschafft. Wo probieren wir es mal am besten? Ah, halt, es ist ja ein Zauber, der ja auf mich gerichtet ist. Und es werde Licht. Ah, es ist. Es funktioniert, es funktioniert. Es funktioniert. Sorry, spontaner Begeisterungsausbruch. Aber ihr wisst, was das heißt. Wir können uns in eine weiter unterirdische Ruine stürzen, wo ein Geisterkind sein Unwesen treibt. Wieso war ich nochmal so begeistert? Kann mir das jemand sagen? Ich meine, wahrscheinlich, weil es die verschollene Stadt Winterfest ist. Das ist der Grund, warum ich so begeistert bin, aber, Au. Ah, es ist echt beeindruckend, wie schnell ich das Geisterkind verdrängen konnte. Aber gut, vielleicht ist es ja ganz hilfreich. Man sollte sich nicht so vor seinen Vorurteilen in Beschlag nehmen lassen, nicht wahr? An Strohhalm, Klammer. So, wie lang hält das Licht noch? Ist es. Oh, es ist gerade verschwunden. Es wäre Licht. Eine Minute momentan. Daran müssen wir in Zukunft, denke ich, noch arbeiten. Nasskalt. Wo ging es hier nochmal raus? Dann müssen wir nochmal durch den Prüfungsraum und dann, glaube ich, nochmal durch einen kalten Eissee und dann müssten wir fast wieder da sein. Also entweder ist hier inzwischen einer der Professoren vorbeigekommen oder jemand anders und hat aus irgendeinem Grund das wieder versiegelt. Oder dieser Prüfungsraum ist mit irgendeiner selbstwiederherstellenden Magie belegt. Hallo? Jetzt ist das Ganze ja stabiler als vorher. Aber wir wissen uns ja zu helfen. Einmal drauf mit dem Dämmerbrecher. Und 1 und 2 und 3 und 4. Puh, das hat mich mehr ausgelaugt, als ich gehofft habe. Aber
Wir haben uns ein kleines Feld freigeräumt. So, wir sollten wahrscheinlich auch das Kerzenlicht auf unsere Favoriten legen und es irgendwo bereithalten, wo wir es schnell wirken können. So, und bleiben wir mal beim Dämmerbrecher. Schließlich ist es nicht ganz so unwahrscheinlich, dass wir hier unten mit Untoten konfrontiert werden. Apropos Dämmerbrecher. Ich meine, hat auch ein leuchtendes Licht in sich. Jetzt sagt mir nicht, dass wir die ganze Zeit auch den Dämmerbrecher hätten verwenden können. Ich meine, wir reuen Tuis nicht, Lichtzauber ist so oder so nützlich zu wissen. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht immer zufällig gerade den Dämmerbrecher zur Hand haben. Besonders nicht, wenn wir ihn irgendwann dann doch ins Museum geben werden. Aber sobald der Lichtzauber dieses Mal abgeklungen ist, was in ein paar Sekunden der Fall sein dürfte. Da ist noch das Geisterkind. Okay. Es ist relativ dunkel und jetzt ziehen wir mal den Dämmerbrecher. Es geht immer noch ein wenig Licht von mir aus irgendeinem Grund. Ah ja, der Dämmerbrecher macht sogar ein bisschen Licht, wenn wir ihn nur in der Tasche haben. Und er macht tatsächlich ein wenig Licht, aber... Ja, ein echtes Kerzenlicht ist dem um Welten überlegen. Und bin ich tatsächlich ein bisschen froh drum, dass es vielleicht nicht ganz so sinnlos war. Ich vertraue diesem Gitter nicht, seid ein bisschen vorsichtig. Alte Winterfässer hat anscheinend sogar Kanonen, aber es macht natürlich Sinn für eine Seestadt, sich gegen feindliche Schiffe verteidigen zu können. Es ist wahrscheinlich eine dumme Idee, aber gehen wir mal dem Geisterkind nach. Wäre einfacher, wenn es nicht verschwinden würde, aber... Okay, gehen wir mal nicht dem Geisterkind nach, weil ich sehe hier noch... Ich dachte, wir hätten einen geheimen Gang oder sowas gefunden, aber nö, da ist es schon wieder vorbei. Ich meine, solange es uns nicht in eine Falle fühlt, sondern versucht uns zu führen, ist das zwar sehr nett von diesem Geisterkind, aber es scheint ja sowieso bloß einen Weg zu geben. Also ist die Führung ein bisschen redundant. Wow! Vielleicht ist das Ganze doch eine Falle. Die Höhle hier scheint nicht ganz so stabil zu sein, wie ich gehofft hätte. Jetzt ein ganzes Schiff zerlegt und nach unten gespült. Alles außer dem Radius unseres Geisterlichts ist trotzdem noch sehr, sehr finster. Bisschen kann ich die Umrisse der Gebäude im Hintergrund sehen, aber nicht viel. Was passiert eigentlich, wenn wir das mit unserer letzten Fackel kombinieren? Kein so großer Unterschied. Den größeren Radius hat die Fackel auch nicht. Was ist, wenn wir unseren Nachtsichttrank trinken? Dann haben wir zumindest für knapp über eine Minute vielleicht einen besseren Überblick. Es ist zumindest ein wenig besser. Ich kann es im Hintergrund jetzt mehr ausmachen. Ja. Es ist natürlich nicht einfach bloß versunken, das alte Winterfeste, sondern dabei auch 1000 verschiedene Trümmerteile zerborsten. Dürfte keine große Überraschung darstellen. Das hier war wohl mal der Marktplatz, ne? Hier war ein Haus. Oh! Möbelemporium. Exotische Stile. Ja, ich glaube, diese Möbel haben nicht überlebt, aber wenn es ein ganzes Möbelhaus für exotische Möbel gab, man muss
das Winterfeste wirklich groß gewesen sein, damit sich so eine Nische rentiert. Gut, wir haben ja schon gehört, dass das alte, dass das aktuelle Winterfeste nur ein schmaler Abklatsch der ehemaligen Pracht ist. Frage ist auch, wo geht es hier? Oh! Okay, ja, hier. Ja, wir sollten wirklich vorsichtig sein. Das hätte ich auch so gesagt. Trotzdem danke, dass du mitdenkst, Lucien. Okay, hier hinten. Nee, das geht. Das ist beides der Marktplatz. Das hier. Oh, das ist das Kind schon wieder. Das hier war wohl mal die Taverne oder eine der Tavernen. Und auch damals hieß es schon das frostige Feuer oder der frostige Herd oder wie auch immer. Dann ist das Gebäude da oben wohl ein Nachbau, nachdem die ursprüngliche Taverne hier das Zeitliche gesegnet hat. Ich weiß nicht, haben wir einen Archäologen an der Gilde? Oder andere Forscher derart, die dürfte das hier unten sehr begeistern. Au. Und ein Eisendolch. Wollen wir uns ausmalen, wie dieses arme Kind gestorben ist? Seine Puppen mal mit, damit sie nicht in Vergessenheit geraten hier unten. Vielleicht ist es das, was es wollte und oh, es waren mindestens zwei. Oh, und ein kleiner Halsdrache. Schauen wir mal, ob wir das im Museum irgendwo ausstellen können, damit ihr nicht in Vergessenheit geratet, Kleine. Aber zumindest das Stadttor scheint noch zu funktionieren. Aber wir müssen noch definitiv an der Länge dieses Kerzenscheins arbeiten. Okay, ein paar weitere Boote, diesmal deutlich kleiner. Okay, das hier ist halt, das hier ist deutlich größer und da haben wir einen Turm. Mal sehen, ob wir da irgendwie hochkommen können. Geht's schon mal nicht weiter? Kommen wir irgendwo auf oder ums Schiff herum? Ah, zumindest eventuell hier ums Schiff herum. Jetzt kommen wir wieder auf die Stadtmauer. Ja, wenn sie teilweise überschüttet ist, ist es ein bisschen einfacher, auf die Stadtmauer zu kommen. Da ist eine Kiste dort unten. Merken wir uns das mal. Dann schauen, ob wir da irgendwo hinfinden können. Und ich glaube, das Geisterkind werden wir nicht mehr sehen, nachdem wir seine letzte Ruhestätte gefunden haben. Hoffen wir, dass es jetzt auch wirklich Ruhe finden kann. Taverne. Es ist wirklich so dunkel hier unten, aber ja, nicht alles so stabil hier unten. Okay, da geht's in eine Art Kapelle oder Kirche oder einen Tempel. Gehen wir gleich hin. Erstmal hier geht's nach unten. Schauen wir doch, ob wir vielleicht noch an die Kiste herankommen, die wir gesehen haben. Geht's noch weiter nach unten. Aber hier scheint's nicht viel zu geben. Nochmal der ein oder andere eingesunkene Marktstand und das war's. Wahrscheinlich war das der ursprüngliche Zugang zur Stadtmauer. Und dann die Treppe rauf, wie man eigentlich hier hingekommen ist. Du?
Ich frage mich, du bist doch ein Gelehrter. Wenn wir... Nein. Wenn wir dir das Zauberbuch geben, Lucien, kannst du dann auch den Kerzenlichtzauber lernen und ihn vielleicht wirken, wenn wir im Dunkeln sind, dass wir es nicht die ganze Zeit machen müssen? What can I do for you, my friend? Sollten wir bei der nächsten Trainingssession mal ausprobieren. Hier ist es verschüttet, hier ging es nie weiter. Und ich glaube, langsam müssten wir uns ungefähr unter der Kiste befinden. Allerdings war mein Orientierungssinn auch noch nie der beste. Okay, nee, ich glaube, wir sind wo ganz anders. Tausend Biegungen und Wiegungen. Ein bisschen klaustrophobisch werde ich ja schon hier unten. Und mein Orientierungssinn war gleichzeitig richtig und falsch. Ich dachte, es wäre schon viel eher, aber wir haben zumindest den richtigen Weg gefunden. Nicht, dass es hier besonders viele Abzweigungen geben würde. Ist hier auch was Interessantes drin. Ein Walerstein. Bisschen beschädigt, aber immerhin ein Walerschein. Ein nordischer Speer. Ein bisschen Trank. Eine starke, starke magische Schriftrolle. Ein paar Septime und... einen mächtigen Wiederbelebungsstab. Gut, gut, da hat sich der kleine Umweg doch durchaus gelohnt. Ich meine, selbst wenn nichts in der Truhe gewesen wäre, allein die Möglichkeit, dass wir unten irgendwelche Relikte oder irgendetwas Wichtiges übersehen hätten, dieses Gefühl nicht zu haben, ist es schon wert, hier unten hingekommen zu sein. So, aber jetzt dann zu dieser merkwürdigen, was heißt hier merkwürdig, aber verschüttet in einer Höhle im Dunkeln wirkt natürlich alles merkwürdig. Talos-Statue. Tatsächlich im selben Stil wie die in Weißlauf. Aber die Statuen sind ja, glaube ich, auch schon etwas älter. Okay, hier geht's hoch und... hier ging's wahrscheinlich. Mal hoch, aber inzwischen ist ja alles mit Trümmern versperrt. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwo in eine Sackgasse geraten, sondern hier problemlos durchkommen. Und bevor wir die Kirche betreten, hier war wohl mein... Geh Vorsicht vor verfallenden Steinen, auch auf einem Friedhof kann einem etwas auf den Kopf fallen. Leute! Okay, das sind Untote. Wo sind Jesagos Schriftrollen? Oh, wir haben doch nicht etwa... gib mir einen Moment, ihr wütenden Geister. Okay, Dämmerbrecher. Tu dein Ding. So, jetzt können wir noch mal in Ruhe nachschauen. Können wir hier... Wir können von hier aus gar nicht auf unser Schriftrollenlager zugreifen. Das ist nicht ganz so gut. Dann sollten wir zurück im Museum mal die Magie so anpassen, dass die Schriftrollen nicht automatisch einlagert, weil ich glaube, Jesagos Schriftrollen liegen inzwischen im Museum. Ein Kampf-Axt, einen Stahlkriegs haben wir sogar schon. Jetzt haben wir ein wenig mehr Licht. So, war es das oder werden hier noch mehr von diesen Geistern auftauchen? Oh. Ja. Dieses Begräbnis wurde wohl nie vollendet. Aber es beeindruckend, da ist wahrscheinlich ein großer Felsbrocken runtergegangen, beeindruckend, dass der Friedhof überhaupt noch so gut instand gehalten ist und nicht komplett durchwühlt und die Särge rausgeworfen wurden bei dem ganzen Absturz.
Okay, ist das? Ist das ein Gargoyle oder was für ein Tier oder Fabelwesen soll das hier darstellen? Ein Drache vielleicht? Ne, gehen wir mal nach innen. Sehen wir mal, wem der Tempel gewidmet war, welchem der göttlichen wahrscheinlich. Wow! Aua. Ich meine, ich habe gesagt, dass wir auf Steinschläge aufpassen müssen, aber ganz ehrlich, hier unten hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, also im Inneren eines Gebäudes. Ah ja, aber seht ihr das da oben? Das Dach ist von... Das Dach ist nicht mehr ganz, da oben ist die Felsdecke. Das erklärt es natürlich und ich fürchte, diejenigen, die hier Zuflucht gefunden haben, sind schon lange tot. Dass sie lange tot waren, ist ziemlich offensichtlich, aber ja, die Zeit hier unten hat den Körper nicht gut getan. Jetzt ähneln sie mehr den Draugern. Ja. Eine Orgel, die in... I could really use a healer right now. Ich glaube, haben wir... Ich fürchte, wir haben leider keinen Heilzauber für andere. Könnten wir im Museum auch noch lernen. Im Museum, sagt schon Akademie, sollten wir das vielleicht auch noch lernen. Scheint in einem ziemlich guten Zustand zu sein. Julianus? Ach, Julianus. Ich wusste es. Tempel zu Julianus. Oh, die Alduin Akatosh Dikotemie. Aus aktuellem Anlass sollten wir das auf jeden Fall mal mitnehmen und bestimmt auch irgendwann mal studieren. Giftheiltränke können definitiv nicht schaden. Das Amulett der Könige, das haben wir auch noch nicht. Oh, der Elfenohr, bisschen. Ups. Gut, hier gibt es niemanden mehr, der sich über die Unordnung beschweren könnte und. Ein Schlüssel, sowohl wie ein Tagebuch. Property of the Temple of the Gods. Rain's Hand, 4th Era 122. Ja, gute 100 Jahre her. Mondas the First. Fikerson has missed his third sermon in a row. I doubt he'll return to the temple before his father returns or before the storm abates. This congregation has been shrinking for too long. Elder Rodi has advised incorporating select Daedra into our pantheon to attract the Dunmer, but I fear this would alienate the indigenous Nords. Ja, Dunmer Pantheon, ist erst 100 Jahre her, das heißt, es ist lange nach dem Fall des Tribunals bereits, das heißt, es ist schon nicht mehr Al-Sivi, sondern klar, sondern Daedra, Mephala, Azura und Boethia, glaube ich. Turandas the Second. The Sea of Ghosts has practically come alive these past days. Annika was hanged at dawn for allowing crates of skooma through the harbor gates last month, but the execution had to take place in the market to protect against the biting wind and rain. Todesstrafe für Schmuggel? Das ist ein bisschen hart. Subaru was keen to send a strong message to other distributors. The council has advised offering clemency to anyone who confesses for fear of driving the trade underground, although I suspect it has more to do with avoiding capital punishment for the Jarl's son, whose propensity for such substances is an open secret. In the meantime, the skooma crates have been entrusted to the temple for safekeeping, as the barracks are being used to run invasion drills. Okay, also ihr seid mitten in einem großen Sturm und ihr übt noch für mögliche Invasionen. Ein Hoch für den Einsatz, würde ich sagen. Aber ich fürchte, der Sturm war ihr größeres Problem. Ein Zeitzeugnis der letzten Tage. Midas the Third. Large swaths of the lower city were flooded out through the night. The temple has offered sanctuary until the water can be dredged.
Despite this charity, most venture to the college to seek cures for brain rot and rock joint, which are reaching epidemic levels rather than seeking healing through prayer. As if some potion is any substitute. But perhaps some concoctions can be put to good use. I emptied half a vial of skooma into the thurible at today's sermon, along with a few sprigs of elf's ears to mask the odor. A few sips on a cure poison draught have protected me from the substance, but the effects on today's congregation were incredible. Margaret and several others leapt to their feet in joy as the sermon ended, exclaiming that they'd never felt so close to the gods. Perhaps I can save this temple and decimate the skooma supply simultaneously. Okay, das ist eine Wendung, mit der ich so nicht gerechnet habe. Da ist bestimmt irgendeine tiefere Lektion verborgen. Also jetzt für uns, die wir es im Nachhinein lesen. Turdus the Fourth. Word has spread fast of the renewed power of my sermons. Several familiar faces and a few new have joined the congregation. Even Fakerson has returned. Flat refugees have taken up an active role in the upkeep of the temple and grounds. This place feels more alive than ever. Word has it Arnold of the Guard has become interested in the shifting skooma trade, but the true cause is easily obfuscated. Ships have not docked since Maunders, and Annika's execution has made dealers far more cautious. I tell him. Nevertheless, there have been no skooma-related incidents since Annika's shipment was seized. Rainbot and Rockjoin still plague the streets, but there is renewed interest in the power of prayer to cure such ills. Ei. Da ist Leuten das gute Gefühl der Religion definitiv wichtiger als tatsächlich irgendwelche religiösen Inhalte. Sollte uns nicht weiter verwundern. Fredas the Fifth. An old mesh shipment of wheat and exotic fauna was wrecked today just off the coast. Of 32 crew, only 4 survived, each taken to the college for healing. It appears the animals also perished. Members of the congregation are willing to brave the elements to attend sermons, so I have equipped them with supplies for delivering to the elderly, people the college seems unconcerned about. Loredas the Sixth. The gods have forsaken us on this day. Come midday, the storm seems to have all but passed, the rain ceased, thunder quieted, and the sea of ghosts receded. Die Ruhe vor dem richtigen Sturm, huh? Das Auge des Sturms vielleicht? Only it continued to recede until the elven wreck was left high and dry. Seagulls flocked south and several hounds burst from their kennels and fled. Over the horizon, a wall of water, twice the height of the gates, swept towards the city and crashed against the coast. The very heavens shuddered and the entire city slid down towards the sea. Great mountains of stone like the jaws of Nirn came up over the walls and crushed shut above the temple. Everything went dark. Everything is still dark. Where is Stendas' guiding light? Turdus the Ninth. Those of us that were in the temple managed to collect and prepare a few bodies from the market, but the palace district is gone. Fakerson disappeared in the night. Screams, barely human, echo through the ruins. The gravity of our situation is not lost on me. Are we to die here of starvation, thirst, or suffocation? Worse, fall victim to savagery? Our final moments will not be so desperate. I emptied 3 vials of skooma into the thurible before I make my final address. Gods have mercy on us, and let it be known that Elder Vinda worshipped no pride. Das war der Untergang von Winterfeste. Das erklärt vielleicht, warum der Friedhof da draußen so im guten Zustand war. Vielleicht haben sie ihn vor dem Ende nochmal hergerichtet und die Körper, die sie bis dahin gefunden hatten, zur Ruhe gebettet.
bevor sie selbst diese Welt verlassen haben. Und die Kessel, ja, da wurde dann wohl das Skoma zusammengebraut, nicht wahr? Ich frage mich, ob sie dann ins Hichi haben, noch ein Gift mit reinzumischen, um ein Anführungszeichen friedliches Ende zu haben, oder wie das Ganze ausgegangen ist. Nun, das werden wir wohl nicht erfahren.